Michi, aufstehen. Jetzt stell dich nicht so an, Michi. Mach dich nicht so steif, die News sind dran. Der will weiter da im Studio liegen. Na gut, dann schnapp ich mir den Zettel. Und heute haben wir, Microsoft will neue CPUs nur noch mit Windows 10 unterstützen. Fanvideo beweist, GTA 4 ist besser als GTA 5 und natürlich Half-Life 3 jetzt vorbestellbar. Der Michi ist anscheinend immer noch irgendwie krank. Ich bin der Sebastian und das sind die News. Microsoft hat bereits mit dem Gratis-Update von Windows 7 und Windows 8.1 auf die Version 10 ein gutes Händchen damit bewiesen, das neue Betriebssystem an den Mann zu bringen. Doch nun zaubert das Unternehmen ein neues Ass aus dem Ärmel. Terry Myerson, das ist der Vizepräsident von Microsofts Windows und Devices-Gruppe, hat im Windows-Blog erklärt, dass man die neuen CPUs aus dem Hause AMD, Qualcomm und Intel nur noch mit Windows 10 unterstützen werde. Für Windows 7 und Windows 8.1 braucht es dafür einfach zu viel Entwicklungsaufwand, zu viel Emulation, da geht zu viel Leistung verloren. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, das zu tun und in Zukunft würde man eben nur noch mit Windows 10 die neuen CPUs unterstützen. Ob das jetzt heißt, dass die nicht mehr funktionieren mit den alten Windows-Versionen, das werden wir wahrscheinlich erst erfahren, wenn die Dinger wirklich rauskommen. Aber es ist schon ein ziemlich interessanter Move. Hier werden wir praktisch in Geiselhaft genommen. Wenn wir neue Hardware nutzen wollen, dann müssen wir auch das neue Windows nutzen. Was wohl Steve Ballmer, der Ex-CEO von Microsoft, davon halten würde? Der YouTuber Crowcat hat eine gewagte These, er hält GTA 4 für das bessere Spiel als GTA 5. Wodurch GTA 5 viel größer, viel hübscher, viel toller ist. Aber er hat einen guten Grund und er hat auch ein sehr überzeugendes Video zusammengestellt, wo er beide Spiele vergleicht und feststellt, die Physik-Engine im Vorgänger ist deutlich besser als die in GTA 5. Da geht es um die Passanten- und Spielfigurphysik, die im Vorgänger mit dieser Euphoria-Engine wirklich sehr viel detaillierter auf die Umgebung reagiert und auf Impulse. Da geht es um die Fahrzeugphysik, insbesondere bei den Unfällen, oder auch um die Wasserphysik. Ist ein sehr interessantes Video geworden und tatsächlich, GTA 4 hat in vielen Details die bessere Physiksimulation. Aber ich sage, nur GTA 5 hat Trevor. I wish we had more time to delve into the real implications of your bigotry. Es ist soweit, wir können Half-Life 3 jetzt vorbestellen. Oder besser gesagt, nu forut bestillen. Denn das ist bis jetzt nur in Dänemark möglich, im Online-Shop des großen dänischen Händlers Webhallen. Und das ist mal wieder ein Fall von irgendwo wird Half-Life 3 gelistet. Denn das Online-Angebot ist so informationsreich wie die Chancen darauf, dass es alles wirklich stimmt. Da steht praktisch nichts drin. Ich finde es echt bemerkenswert, wie oft Half-Life 3 immer noch auftaucht in irgendwelchen Händlerportalen. In Wirklichkeit ist da doch nichts dahinter, oder? Denn ich bin der Meinung, wir müssen auf Half-Life 3 noch eine ganze Weile warten. Und auf den Michi anscheinend auch noch, so wie der da rumliegt. Tonight.